Da bin ich wieder hier zurück in Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier die ersten Schienen schon mal verlegt. Das ist ja diese dieses Gleis, was dann, wo dann die Lohn später zerstört werden. Fährt dann hier runter. Und dann da hinten werden dann die Lohn zerstört. Und dasselbe wollen wir jetzt auf der anderen Seite machen. Und dann wird es dann erstmal schön schwierig hier dann das mit den Loren spawnen. Das wird dann auch erstmal schön knackig. Aber erstmal fangen wir hier an. Wie weit? Da haben wir ja eine Dreierbreite trotzdem noch gelassen. Genau. Genau. Muss ja auch so sein, wie es drüben ist. Kriege ich noch ein bisschen was an Eisen. Ist auch nicht verkehrt. Habe ich noch Kobbel dabei? Genau, Kobbel habe ich auch noch genügend dabei. So, das bleibt ja dann auf dieser Ebene. Es wird jetzt noch ein bisschen... Ah, da wollte ich jetzt hier nicht bekommen. Bisschen die Länge gemacht. Da möchte ich aber trotzdem schauen, wie weit ich es in die andere Richtung gemacht habe. Und zwar, wenn man das von hier aus sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bis hierhin schon mal 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20 müssen wir uns merken. 20 ist wichtig zu merken. 20. Nein, 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 nein. Wo ist mein Block hin? Da. 20, 20, 20. Und zwar ab hier gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20 bis hierhin. Ich mache hier erstmal provisorisch eine Facke hin. Genauso wie hier, obwohl die dann eigentlich auch gleich wieder wegkommt. So, hier das Eisen kommt sowieso noch weg. Habe ich Schienen noch dabei? Ja, Schienen habe ich noch dabei. Ein Schild habe ich auch noch dabei. Das ist sehr, sehr schön. Kommt hier das Schild hin, dass hier dann die Loren dann ja, zerstört werden. Und zwar, nee. Erstmal das Ausrufezeichen, weil das Ausrufezeichen ist dafür da, dass dieses Schild immer aktiviert ist, so brauchen wir hier keine Rätselanschaltung legen. Dann Destroy. Genau. Ich bin erstmal weg. Okay, viel Spaß. User disconnected from your channel. So, dann habe ich hier noch Schienen. Dann kommen hier oben wieder die Schienen drauf. Genauso wie auf der anderen Seite. Und so ähnlich wird es dann halt auch auf dem anderen Gleis da oben gemacht. Nur halt so ähnlich. Da kommt halt noch eine schöne Redstone-Schaltung dazu. Oh, ich freue mich, ich freue mich. So, diese beiden kommen da auch nochmal weg. Da kommen Steinstufen hin. So, genau so. Das hier kommt auch nochmal weg. Da kommt der Kobbel hin. Bis hierhin, glaube ich. Ja, genau. So, und da nochmal. Genau. Dann erstmal hier Steinstufen. Habe ich noch im Inventar, das ist sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch Schienen. Die kommen erstmal hier hoch. Ja, auf der anderen Seite habe ich es auch bis dahin erstmal gemacht. Dann kommen hier noch die Steinstufen hin. Genau, so. Dann habe ich hier noch Fichtenholz. Fichtenholz kommt ja hier auch hin. Und dann bevor wir uns um die andere Seite dann da kümmern, wo dann die Loren gespawnt werden, werde ich erstmal, denke ich mal, trotzdem erstmal noch die Decke machen, sodass die Decke dann auch schon mal fertig ist. Und soll ich auch schon mal die Wand machen? Ne, die Wand noch nicht. Die Wand kommt als letztes. Die Wand kommt als letztes. Ja, dann würde ich mal sagen, hier kommt dann auch Fichtenholz hin. Wir werden hier auch noch einiges mit Glowstone arbeiten. Wo dann Glowstone hinkommt, weiß ich nicht, ob an die Wand oder an die Decke. Werden wir mal sehen. Bin ich noch unschlüssig darüber. Einfach mal überraschen lassen oder dann mal schauen, was besser aussieht. Ich denke mal, die ganze Folge werden wir jetzt noch hier mit den... mit dem hier noch verbringen müssen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So...
Dann kommt dazwischen noch Kobbel. Kommt da Kobbel hin? Ja, Kobbel kommt dann dahin. Genau, Kobbel. So, bis hier hinten hin. Hat da auf jeden Fall schon mal was, dieser unterirdische Bahnhof. Genau. Habe ich hier noch ein bisschen Fichtenholz. Das kommt hier auf der anderen Seite hier dann hin. Block für Block. Und dann, bevor dann hier alles eröffnet wird, müssen wir ja auch erstmal den einen Ausgang da erstmal berichtigen, sage ich mal. Den richtig machen, sodass dann auch die erste Strecke wieder freigegeben werden kann. Weil der Bahnhof war jetzt so lange genug gesperrt. Ich hatte ja zwischen der 200. und der 199. Folge ja auch fast eine Woche Pause Minecraft. Und in dieser Zeit war halt natürlich der Bahnhof nicht geöffnet. Was natürlich auch ein bisschen doof ist. Daher versuche ich jetzt so viel wie möglich Minecraft aufzunehmen, damit der Bahnhof wieder eröffnet werden kann. Dauert nicht mehr lange, dauert nicht mehr lange. Wir sind ja jetzt hier wirklich schon weit gekommen. Also wenn ich bedenke, als wir hier am Anfang waren mit dieser Treppe hier. Oh ja. Dann fehlt hier noch Kobbel dazwischen. So. Ja, Kobbel wird auch immer weniger, weil wir ja jetzt eine Brutsamkeitsspitzhacke haben. Und wir verbauen ja nur Kobbel und kriegen ja kein Kobbel wieder. Da wir ja nur Stein dann, ja, abbauen. Habe ich ja hier noch ein bisschen und im Rucksack habe ich noch eine ganze Menge in den Truhen. Oh, ich habe so viel Stein. Das kann ich wohin damit? Naja, man kann es immer mal gebrauchen, von daher ist es nicht verkehrt. So, dann kommen wir jetzt mal zu dieser kleinen Redstone-Schaltung. Wird keine große, wird nur hier mit dem Knopf. Ich muss nur mal schauen, wo dann der Knopf so ungefähr hinkommt. Weil ich möchte, bevor ich das vergesse, mache ich noch Folgendes, und zwar hier kommen dann Stämme hin. Bevor ich das vergesse, mache ich das lieber nämlich jetzt. Hier auf der anderen Seite könnte dann eigentlich auch jeweils ein Stamm. Genau, genau, oder? Doch, 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 doch. Dann mache ich das jetzt hier auch noch. So, Redstone müssen wir sowieso auch noch holen. So. So als kleinen Wandpfeiler hier. Bringt ein bisschen mehr Kontrast hier in die Sache. Dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an. So, dann geht es hier erstmal runter. Und dann geht es hier gleich um die Ecke. Da ist ja noch hier die Steinziehe von der anderen Seite. Steinstufe meinte ich. Kann ich auf der Karte sehen, wie weit ich gegraben habe? Ja, kann ich sogar. Das ist sehr, sehr schön. Kann ich so ungefähr abschätzen, wie weit wir noch graben müssen. Genau. So, bis hierhin, glaube ich. Gucke hier mal durch. Nee, noch eins weiter. Genau, bis hierhin. Kann ich das hier wieder zumachen? Dann, jetzt ist die Frage, wenn man den Zug spawnt. Wie wird er respawnt? Ich glaube, stimmt, ich muss hier hinten dann das Schild setzen, genau. Und ich denke mal, es wird ein 15-Loren-Zug. Denke ich zumindest. Ja, das dürfte eigentlich passen. 15 Loren. Ich habe ja gesagt, es soll ein größerer Zug sein als sonst immer. Weil am vorherigen Spawn, da war wirklich nur ein kleiner Teil, wo wirklich der Zug halten konnte. Und wenn man immer zum Spawn mit einem größeren Zug gekommen ist, war schon ein bisschen doof immer. Daher will ich jetzt hier ein paar größere haben. Genau. Stimmt, ich muss ja hier sowieso noch Schilder reinmachen, dass hier dann sozusagen eine Station ist, also dass der Zug erstmal hier anhalten soll, bevor er dann weiterfahren soll. Da muss ich auch noch nach einem Schild schauen, was da auf dem Schild stehen muss. Na gut, erstmal mache ich hier noch das da weg und mache da Kobbel hin, damit ich das auch nicht vergesse. So, hier kommt ja auch dann Kobbel, naja, nur hier am Anfang. Hier hinten kann ruhig dann Stein hin. Aber hier die Steinstufe würde ich noch gerne vorher verlegen. Genau so. Hier auch. Dann beginne ich mal. Muss da auf dieser Ebene sein. Genau. Da muss das Schild hin. Ein Schild habe ich hier noch. So, und zwar wie Train.
Oh, Train. Genau, Train. Dann Born. Ich habe hier noch die Wikipedia-Seite offen. Genau. Was, damit kann ich... Ich glaube, wir hier anfangen. Warte, ich öffne da mal ein Schild. Ja, das steht da jetzt leider nicht so richtig, was... Oh, aha. Ich glaube mal, das war Spawn. Genau, das war Spawn. Dann hinter Spawn kommt dann die Geschwindigkeit, die dazu kommen möchte. Nicht möchte, sondern soll. Ich mache mal da jetzt 200 hin. Ich möchte hier jetzt eine größere Geschwindigkeit haben. Und dann war, glaube ich, M zum Spawnen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich weiß jetzt nicht, ob das 15 Loren dann wirklich sind. Oder kann ich in der unteren Zeile noch machen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal folgendes. Dann bräuchte ich aber irgendwie, wo ich das dann... Ich mach erstmal die Redstone-Schaltung. Erstmal die Redstone-Schaltung. Die muss dann... Ich muss erstmal schauen, wohin überhaupt der Knopf kommt. Der Knopf sollte, glaub... Ja, hier vielleicht hin. Genau, hier. Hier ist ein guter Platz. Wird doch da hinten. Ja, das Zug soll dann hier so halten, wird ja ein langer Zug, von daher ist eigentlich schon hier nicht verkehrt. Ja, alles was hier hinter der Wand ist, sieht man sowieso dann später nicht. Daher mache ich den Knopf dann hier hin. Genau. Mal jetzt zwei weg, damit ich hier auch überhaupt erstmal durchgehen kann. So, dann werde ich mich erstmal hier zur Seite begeben. Es bleibt ja alles, glaube ich, auf dieser einen Ebene. So, wir müssen gleich den Durchbruch erlangen. Daher werde ich jetzt in diese Richtung dann erstmal weitermachen. Oh. Ich werde trotzdem mal rüberschauen. Wo ist mein Gegrabenes hin? Ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch. Ich stehe momentan ganz schön auf dem Schlauch. Muss doch hier irgendwo sein. Achso, natürlich. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich muss tiefer gehen, ich muss tiefer gehen. So, hier noch. Genau so weit. Dann müsst ihr hier rechts. Genau, hier ist es. Hier ist auch das Schild. Hier ist das Schild. Ich hier nochmal so um 1 so und dann kommt hier an die Kurve hin. Genau, wir haben den Durchbruch, das ist immer sehr, sehr gut. Dann mache ich das hier nochmal zu und dann brauchen wir Redstone und Repeater. Redstone und Repeater, einen Repeater habe ich ja hier schon. Ach, dann müssen wir erstmal nach Hause, nach Hause, nach Hause. Slash Born. Ich weiß, wir sind schon am Spawn, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Treppe da hoch zu gehen und so weiter und so fort. Von daher habe ich jetzt mal den Befehl benutzt. Ist ja, denke ich mal, nicht verkehrt. So, Redstone müsste ich ja noch eine Menge haben. Wir waren ja erst vor kurzem auf einer Höhlentour. So, nee, Redstone ist ja jetzt da unten. Genau, Redstone habe ich noch eine ganze Menge. Ach, keine Repeater. Keine Repeater. Muss ich mir neue machen. Brauche ja einige. Dazu bräuchte ich Stein und Fackeln, also Redstone-Fackeln. So, habe ich hier noch fertige Stöcke? Ja, 4 Stück.
Reicht zwar nicht, aber ist jetzt auch egal, mache ich hier nochmal so und so. Drei Facken. Ich spiele 6 Repeater. Dann habe ich sieben. Manchmal nochmal so, nochmal 12, also nochmal insgesamt 6 Repeater dazu. Und das dürfte dann, denke ich mal, reichen. So, dann hier noch Redstone in die Mitte und Stein darunter. Genau. 12 Repeater, also insgesamt jetzt 13. Und das Redstone lasse ich jetzt auch bei mir. Und falls kann ich ja noch was ablegen, falls es zu viel sein sollte und wenn es zu wenig ist, dann muss ich halt nochmal zurückgehen. Ist ja klar, denke ich. Ganz schön viel zu tun. Ganz schön viel zu tun. Will ich jetzt das Redstone verlegen? So. Genau, es kommt jetzt gleich auch zum Schild hin. Das ist sehr, sehr schön. Will ich jetzt hier mal gleich den ersten Repeater setzen. Dann hier den nächsten ruhig. Und hier den letzten. Wenn ich hier an jetzt Stein hinmache, verbindet sich das trotzdem, sieht ganz danach aus. Trotzdem mal hier, schau trotzdem mal sich halber. Genau, es geht dann hier hoch. Das ist, genau so ist es von mir gedacht. Ich mache da erstmal einen Kobbel hin, sodass ich weiß, genau da ist das Zeugs da halt. Brauche ich einen Knopf, 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 da ist ein Knopf. Hätte ich den Knopf vorhin nicht wegschmeißen brauchen. So. Ist das auch schon mal ehrlich. Aber bevor das hier dann gespawnt wird, brauche ich ja jetzt Schienen. Generell, ich müsste hier das mal auslöschen, dass, weil sonst spawnt hier was. Das will ich ja nicht. Aber ich will es hier auch jetzt nicht zubauen. Soll als kleiner Wartungsschacht noch dienen. Dann leuchte ich das mal hier aus. Hier noch Wartungen durchführen kann, falls hier was kaputt geht. So. Dann Stein. Ja. Nur ein bisschen jetzt. Dann auch hier nur ein paar Schienen. Ich will es ja erstmal nur ausprobieren. Wie viele Loren jetzt da gespawnt werden. So, bis hierhin. Dürfte reichen. Dann werde ich jetzt den Knopf drücken. Mal sehen, ob wirklich jetzt 3 Loren gespawnt werden oder nur eine. So, ach, da hinten ist ein Zombie. Der soll mir jetzt mal egal sein. So. 3 Stück. Ah, dann kann man das doch zwischen 2 Zeilen verteilen. Da kann ich doch meine 15 Loren machen, weil ich hatte jetzt schon Angst, dass die Zeile einfach zu kurz ist dafür. Also ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Wirklich sehr, sehr gut zu wissen. Hier erstmal alles wegmachen, bis auf die letzte Lore, die kann da letzte Schiene, die kann ruhig da erstmal noch bleiben. So, dann dasselbe hier nochmal, und zwar in eckigen Klammern Train, dann Spawn mit 200 auf dem Kasten, dann 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 Loren. So, wie viele Schienen habe ich noch? 13. Ah, das wird nicht reichen. Das wird auf keinen Fall reichen. Das ist trotzdem mal hier mal verlegen. Ach. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1 und 2. Dann brauche ich jetzt weitere Schienen. Habe ich da in der Kiste noch Schienen? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich schauen. Doch, 41 Schienen. Ja, das ist schon mal gut. Aber die werden dann trotzdem nicht reichen. Selbst die ja nur für den Bahnhof so viele Schienen jetzt schon verwenden. Macht mich irgendwie traurig, aber das ist leider so. So, bisschen mit ruhig mit Stein arbeiten und ab hier mit Kabel. Damit das hier von außen noch einheitlich aussieht. So, dann geht es hier hoch. Dann will ich das schon mal das Ganze hier schon mal da mal verlegen. Dann bräuchte ich hier noch eine Station dazwischen. Wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. So. Kommt hier die Station rein. Ah, toll. Ich habe kein Schild. Toll. Ah.
Was man macht, macht man verkehrt. So, ich brauche ein Schild. Ohne Schild komme ich hier jetzt nicht weiter. Dann will ich mal ein Schild von meinem Lagerkeller holen. Sonst hätte ich mir jetzt auch ein neues gekraftet, aber es ist einmal ein Abwasch, weil dann kann ich mir gleich neue Schienen holen, weil ja, Schienen sind auch wichtig. Dann haben wir die eine Seite schon mal fertig. Yay. Aber die Schienen werde ich dann im nächsten Part holen. Bis dann.